Yo Leute, was geht ab? Ich mache jetzt mal spontan ein Video für euch. keine Ahnung, fragt mich nicht wieso, ich hatte irgendwie einfach Bock drauf. Und ich mache allgemein irgendwie nur Sachen, wenn ich Bock drauf habe. Und ja, ich dachte irgendwie, jetzt ist mal in der Zeit. So viele Leute fragen, wie das Ganze läuft mit Outsourcing und so weiter. Es gibt schon echt gute Videos darüber. Schaut euch auf jeden Fall auch vom Felix Schult, Shirt Money Makers auf YouTube, die Videos dazu an. Aber ich wollte einfach nochmal ein Video machen, wie ich das Ganze mache, beziehungsweise wie wir das Ganze machen. Einige von euch wissen ja, dass ich mit dem Dominik zusammen eine Firma habe. Und ich zeige euch jetzt einfach mal, wie wir das machen. Es heißt nicht, dass es der richtige Weg ist. Es gibt einfach bei allem nicht den einen Weg, aber ich zeige euch jetzt einfach mal unseren Weg. Weil ich bin mir ziemlich sicher, irgendjemand wird von dem Video jetzt was mitnehmen können. Und wenn das der Fall ist, ja, dann hat es sich auf jeden Fall schon gelohnt, jetzt mal kurz ein Video hier zu machen. Genau, also wir machen Outsourcing eigentlich nur über die Plattform OnlineJobsPH, weil wir einfach ja mit allem da so zufrieden sind. Also wir haben davor auch Upwork und Fiverr und alles getestet. Aber mit OnlineJobsPH sind wir einfach mit Abstand ja am meisten zufrieden, muss ich ganz klar sagen. Und was sich zu den anderen unterscheidet, dass es eben monatlich kostet, muss man ganz klar sagen, aber man kann es auch monatlich kündigen, also das ist gar kein Problem. Es gibt hier eben die Free-Version, die kann man eh knicken, ihr könnt es gerne mal testen, aber ihr könnt dann niemand einstellen. Und ja, also wir haben jetzt zum Beispiel wieder die Pro-Version genommen und die reicht uns auch völlig aus. Die kostet, also außer ihr habt jetzt, wollt jetzt auch noch unabhängig vom T-Shirt-Business in anderen Bereichen wie Ace einstellen, also Virtual Assistants, die euch irgendwie behilflich sind, dann solltet ihr vielleicht die Premium nehmen, aber für die meisten Leute reicht die Pro-Version aus. Da könnt ihr 3 Jobposts machen und mit einem Jobpost bekommt ihr eh schon so viele Kontakte normalerweise, dass es ausreichend ist. Und die Kontakte ist auch ganz wichtig, die habt ihr dann auch Lifetime, also die habt ihr nicht nur während der Abo-Laufzeit, also die habt ihr dann wirklich für immer. Und ja, ich bin mega zufrieden mit dem ganzen Ding und die kostet $69 im Monat, was ich euch da auf jeden Fall empfehlen kann, weil ich weiß nicht, also ich bin komplett verballert, ich vercheck so Sachen immer, deswegen ich empfehle euch, direkt nachdem ihr das Abo abschließt, auf PayPal zu gehen, dann seht ihr da Abonnementzahlung, einmal kurz draufklicken, kündigen und dann ist die Sache durch. Dann läuft es automatisch aus und verlängert sich nicht. Weil, ja, wenn ihr es dann doch nochmal braucht, dann macht lieber ein neues Abo, wie das die ganze Zeit das Abo läuft und euch Cash zieht. Genau, das war es eigentlich hierzu. Also ich empfehle, wie gesagt, diese Variante zu nehmen. Und dann geht es zum Jobpost über. Ah, hier oben. Ich bin auch so dämlich. Hier oben steht's. Egal. Genau hier. Post a Job. Und dann, je nachdem, nach was ihr genau sucht, macht ihr hier eben eine Beschreibung rein. Zum Beispiel Searching for a high quality T-Shirt Designer. Und dann I'm looking for a high quality T-Shirt designer. Please send me your portfolio and I'll come back to you if I'm satisfied with your work. Alter, mein Englisch ist komplett eingeschlafen. Egal. Es ist jetzt natürlich keine perfekte Beschreibung, also gebt euch da wirklich Mühe. Was wichtig ist, dass die Leute euch halt ein Portfolio schicken mit ihrer bisherigen Arbeit.
dass ihr halt seht, okay, was können sie. Ja, Wage Salary, das ist einfach, hier steht's, $400 im Monat ist so ein Richtwert. Gebt da ein, was ihr ausgeben wollt. Natürlich nicht zu niedrig, weil dann wird sich auch niemand melden, denke ich. Ihr müsst hier aber auch nichts eingeben. Das Ganze könnt ihr auch noch später regeln. Genau. Also ich empfehle, also wir machen es zum Beispiel so, wir fangen relativ niedrig an. Aber wenn wir merken, okay, der Designer geht richtig ab, der hat richtig Bock mit uns zu arbeiten, dann erhöhen wir ihm auch und also dann erhöhen wir ihm auch den wöchentlichen Lohn. Und ja, das pusht den dann auch wieder und so ist so unser Ding, wie wir das Ganze machen. Und wenn der jetzt richtig krass gearbeitet hat, dann geben wir ihm auch mal frei und so. Also ihr müsst wirklich schauen, dass ihr die Leute halt auch bei Laune haltet, dass die Bock haben, mit euch zu arbeiten. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Type of Employment. Da gibt es Fulltime, Parttime und Freelance, also Vollzeit, Teilzeit und auf Freelancer-Basis. Freelancer-Basis ist, dass ihr ihn quasi nur anhaut, wenn ihr jetzt gerade was braucht. Ich empfehle wirklich, hier Fulltime auszuwählen. Das hat einen ganz einfachen Grund. Wenn er Vollzeit nur für euch arbeitet, dann könnt ihr euch sicher sein, er fokussiert sich auf seine Arbeit. Ich habe Parttime auch schon getestet, aber ihr müsst damit rechnen, dass er noch für jemand anderen arbeitet. Und so wird er nie den Fokus auf euch haben. Und ich bin der festen Überzeugung, dass man dann an der Qualität das Ganze dann sieht. Also ich bin wirklich für Fulltime, aber wie gesagt, ihr seid da komplett frei. Macht da, was ihr wollt, wie ihr das Ganze seht. Ich sag ja, wie gesagt, es gibt nicht den einen Weg. What skills are required, könnt ihr dann hier noch auswählen. Okay, er sollte vielleicht ein bisschen English Skills haben. Ja, okay, das braucht er jetzt nicht unbedingt. Das Wichtigste ist halt T-Shirt Design. Die meisten können da eh nicht so gut Englisch. Also ihr müsst denen wirklich genau vorgeben, was ihr eben haben wollt. Und ja, dann gebt ihr hier eure E-Mail-Adresse an. An diese E-Mail-Adresse bekommt ihr dann die ganzen Anfragen und könnt dann auswählen für euch. Was dann noch ganz wichtig ist, ihr bekommt dann wirklich relativ viele Anfragen. Ich weiß nicht, wie aktuell der Stand ist. Damals war das richtig krass. Jetzt sind wahrscheinlich schon mehr Leute auf Online-Jobs.ph. Ich weiß nicht, wie hoch da gerade die Anfragen sind. Wir schicken jetzt gerade auch wieder was raus, aber ich habe jetzt noch nicht geschaut, wie viele Anfragen wir haben. Ja, dann bekommt ihr eben Anfragen von Leuten per E-Mail und dann ist wirklich ganz wichtig, selbst wenn da einer ein richtig geiles Portfolio habt, stellt den nicht direkt ein. Lasst wirklich die Leute, wo euch vom Portfolio her zusagen und auch sonst von der Bewerbung, die lasst ihr nochmal, was ganz wichtig ist, einen Test machen. Also da gebt ihr denen irgendwas vor, was komplett bescheuert ist, es ist wirklich egal. Die Hauptsache ist, dass es so in dieser Form noch nicht gibt. Und weil dann seht ihr wirklich, ob der das Ganze selber macht und nicht nur eine Copycat ist, der sich irgendwo, der irgendwo Pixabay-Files zusammenschustert oder so. Also ihr wollt ja schon einen guten Designer haben. Und da merkt ihr das dann halt. Nehmt euch vielleicht ein Blatt Papier, zeichnet irgendwas komplett Wirres, was in eurem Kopf vorgeht, auf. Und bringt es zu Papier und dann schickt es dem und sagt, hey, this looks like shit, but please make a really good design out of it. Irgendwie sowas. Und dann seht ihr wirklich, okay, kann der design oder kann der nicht design oder verarscht er mich gerade? Also das ist ganz wichtig. Ihr müsst da auch nichts dafür zahlen. Also die Leute machen das auch. Klar, wenn der jetzt geile Arbeit macht und ihr das Design verwendet, dann könnt ihr ihm auf jeden Fall auch Trinkgeld geben. Das könnt ihr dann für euch entscheiden. Aber was ihr nicht machen sollt, wäre jetzt die Leute anzuschreiben, sie Testdesigns zu machen und euch dann und dann die irgendwann hochzuladen. Das finde ich ist nicht fair. Ist eure Entscheidung, aber so würde ich das Ganze nicht angehen. Also wirklich nur die Leute auch fragen nach Testdesigns, wo ihr auch denkt, das könnte eine längerfristige Zusammenarbeit eben werden. Genau. Ja, wenn ihr den dann habt,
Die meisten Leute wollen dann per PayPal bezahlt werden. Ist eigentlich ganz gut. Wir bezahlen nach Arbeit. Das heißt, wenn er jetzt eine Woche gearbeitet hat, danach bezahlen wir ihn. Noch zum Thema Rechnungsschreibung kommen auch oft Fragen. Google am besten mal nach Eigenbeleg, wie man Eigenbeleg schreibt, weil die meisten Filipinos sind nicht so gut im Rechnungsschreiben, sage ich jetzt mal. Und eine andere Möglichkeit ist, dass ihr eben ihnen eine genaue Vorlage macht. Also ihr fragt ihn, hey, wo wohnst du, Kerle? Und dann schreibt ihr das auf die Rechnung, macht ihm eine richtig gute Vorlage mit Please send me the amount of to this PayPal address, bla bla bla. Und dann sagt ihr, müsst ihr ihm wirklich genau sagen, okay, du musst dann das und das musst du ändern, da musst du das Datum ändern und so weiter. Dann kann das auch funktionieren, aber wenn das nicht funktioniert, könnt ihr auch einen Eigenbeleg schreiben. Aber wie gesagt, ich bin da auch nicht zu 100% safe. Also informiert euch da auch nochmal selber, was ihr da genau braucht. Dass es auch dann für einen Steuerberater oder wenn ihr keinen Steuerberater habt, dass es dann auch fürs Finanzamt passt. Genau. Ja, dann wär's das eigentlich zu Online-Jobs-PH. Jetzt zeige ich euch noch was obendrauf. ist jetzt so die Sache, wie wir quasi die Arbeit an den VA weitergeben. Und ja, es ist jetzt nicht professionell oder so, aber dass wir halt wenigstens eine kleine Struktur in das Ganze reinbekommen. Also, ihr macht euch ein Google Drive-Konto, wenn ihr noch keins habt, beziehungsweise meldet euch mit eurem Google-Konto an und dann macht ihr einen Ordner, T-Shirt-Business oder wie auch immer, nennt den wie ihr wollt und dann macht ihr hier für jeden Designer, wenn ihr jetzt mehrere habt, einen Ordner, beziehungsweise macht es wie ihr wollt, so machen wir es. Ich habe jetzt hier mal ein Beispiel Ordner gemacht für den Alpha Kevin. Mein Designer heißt jetzt Alpha Kevin, ist natürlich nur Spaß, nicht so ernst nehmen. genau. Und also ist jetzt nicht unser Ordner, das ist einfach nur, dass ihr mal seht, so grob, wie wir das Ganze machen. Zum Beispiel haben wir hier ein Google Docs erstellt, einfach hier neu Google Docs. Übrigens, diesen ganzen Ordner müsst ihr dann natürlich freigeben und mit eurem Designer freigeben. Er soll euch dann seine E-Mail-Adresse sagen und dann gebt ihr diesen Ordner an ihn frei. Hier haben wir dann Work Week 1 bzw. Work Week 1. Da legt ihr die ganzen Sachen ab, die der Designer machen soll, also die Arbeit wochenweise. Und dann schreibt ihr zum Beispiel dazu: I need this one with a beer in its hand and not a unicorn. Please make a panda. Please make a cool looking elephant with a beer in his hand. Das ist kompletter Bullshit, aber schreibt dahin halt, was ihr braucht und schreibt es auch nicht so wie ich, sondern schreibt es wirklich ausführlich, weil die Designer brauchen wirklich ganz genaue Vorstellungen. Sonst kommt eben nichts dabei raus, nichts Gutes, meistens zumindest. Also es gibt schon Leute, die auch selbst kreativ sind und so, aber meistens sind es sie nicht, muss man ganz klar sagen. Deswegen schreibt ganz genau, was ihr für Vorstellungen von dem Design habt. Nummeriert es auch gut, dass der das wirklich durchgehen kann und abhaken kann für sich. Und je nachdem, wie viele Designs ihr dann mit dem ausgemacht habt für die Woche, so viele macht ihr dann halt hier rein. Dominik und ich zum Beispiel, wir skypen dann sonntags oder samstags und machen für die neue Woche, schauen, was wir da machen lassen können. Und dann muss der Designer, wenn er das fertig gemacht hat, auch noch das Ganze ja irgendwo ablegen. Da haben wir hier einmal Ready PSD und einmal Ready PNG Files. Ganz wichtig, dass ihr auch die PSD Files habt. Macht da wirklich einen Ordner. Und dann geht ihr zum Beispiel hier rein. Dann könnt ihr hier noch umstrukturieren zwischen, okay, deutsche Designs packe ich mir hier rein, englische Designs packe ich mir hier rein in den Ordner MBA zum Beispiel, weil ich die auf Merch hochlade. Dann könnt ihr noch als Beispiel machen, okay, ich komme nicht direkt zum Hochladen. Wenn ich was hochgeladen habe, verschiebe ich es noch in Uploaded und alle anderen bleiben hier. Alle anderen Grafiken bleiben hier.
Und die muss ich dann noch hochladen, dass ihr da ein bisschen Überblick habt. Genau. Das war's eigentlich soweit. Mir fällt jetzt gerade nichts mehr ein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr konntet vielleicht irgendwas mitnehmen. Dann freut es mich auf jeden Fall. Und viel Spaß noch beim Shirt-Hustlen. Viel Erfolg und haut rein.